Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim wird vierte, denn ich spiele das. Wir befinden uns hier in, ja, vielleicht wisst ihr es ja schon, in Chemnitz Hauptbahnhof. Ich habe mal wieder ein eigenes Szenario erstellt und ich habe es unserem Bahnhof so ein bisschen, ja, gefüllt, möchte ich sagen, mit allerlei KI-Verkehr. Ja, hier vorne zum Beispiel ein RE, gezogen von einer BR193 Vectron in Foxlurf Repaint. Wunderschön. Daneben steht ein Fernzug und zwar ICE1. Habe ich auch dahingestellt. Der hat auch jeden Moment Ausfahrt. Was habe ich hier noch so gemacht? Ach, einiges. Dort vorne zum Beispiel steht ein IC, der auch auf Ausfahrt wartet. Und ja, ich habe einigen KI-Verkehr, ja, man kann sagen, auch an etwas anderen Bahnhöfen hingestellt. Zum Beispiel in Dresden. Dort werden auch einige Züge losfahren. Warte mal, ich mache das mal wieder ein bisschen klarer hier. Damit das gar nicht mehr so. Ein bisschen, dass ihr es besser seht hier. Na komm, so. Also hier zum Beispiel circa 5 Minuten Verspätung. Der Zug hier, Dresden Hauptbahnhof. Und hier, ihr seht's, einen Moment, kann man das, die habe ich ein bisschen außerhalb gestellt. Jedenfalls hier zum Beispiel, das ist unser Zug, der Rabe 523. Ziel dieses Bahnhofs ist Freiberg, Sachsen. Ich habe das mal als Szenariowunsch erhalten und ich würde sagen, wir beenden den Fotomodus, machen vielleicht noch ein schickes Foto von der ganzen Sache hier. Die Sonne geht auch langsam auf um 6 Uhr morgens an diesem 29.03.2024 und dann würde ich sagen, verlassen wir den Fotomodus, lassen die Fahrgäste ein- aussteigen und rüsten unseren Zug hier noch so ein bisschen auf. Den schön derweil verriegeln. Ist natürlich noch Zugsicherungssysteme einstellen und da würde ich sagen, können wir glatt losfahren. Stromabnehmer ist gehoben. Genau. Richtungswende auch vorwärts. Da würde ich sagen, lösen wir die Bremse und schalten das erstmal auf 40 und da würde ich sagen, los geht's. Erster Halt, Chemnitz-Hilbersdorf. So, dann können wir das Ganze auch schon auf 60 vorstellen, würde ich sagen. Nein, 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 nein. So. Genau. Wunderschön. So, ich habe den KI-Verkehr nicht nur auf Chemnitz Hauptbahnhof beschränkt, also das werdet ihr gleich selber sehen. Hier habe ich aber das Gefühl, dass wir noch ein bisschen wenig Licht haben, kann das sein? Auf jeden Fall. Sind wir schon da an unserer ersten Haltestation. Jetzt übrigens mit einer anderen Aufnahmesoftware auf und zwar OBS und mal gucken, ob das besser rüberkommt, ob ihr da irgendwie einen Unterschied merkt, auch tonlich vor allem.
Chemnitz-Hilbersdorf. Also ich hatte vor kurzem bei Instagram per DM diesen Szenario-Wunsch, mal mit dem Rabe 523 von Chemnitz nach Freiberg zu fahren. Und ja, dem komme ich doch sehr gerne nach. Ich sage ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt es mir bei Instagram. Ich versuche es dann nach Möglichkeit auch umzusetzen. Und in diesem Fall ist es möglich. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Das kann man doch wunderbar umsetzen. Wunderschön, wunderschön. Sehr, sehr nice. Da wären wir. So, ich wollte mal eben schauen, was der KI-Verkehr macht, ob er sich schon irgendwie in Bewegung gesetzt hat. Ja, da fährt was los. Das dürfte der ICE sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder der. Nee, der RE, glaube ich. Der steht hier noch. Ja, das war der RE, der sich da auf den Weg gemacht hat. Der ICE steht hier noch. Wir stehen da. Was kommt denn jetzt von da noch was? Sieht im Moment nicht danach aus. Gut, wir können die Türen auf jeden Fall verriegeln, das tun wir. Lösen derweil die Bremse. Dann ist unser nächster Halt Niederswiesa. Wunderbar. Wie die Sonne aufgeht. Herrlich. So, dann dürfen wir auch jetzt gleich schon 110. Da ist es schon, dann 120. Spitzensignale an. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich verstehe das nicht. Wenn mir jemand erzählen, wie an diesem Zug die Spitzensignale vernünftig angehen, das gibt es doch gar nicht.
Tja, ich habe leider keine Ahnung. Es tut mir wirklich leid, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, um Gottes Willen, dass wir jetzt gleich da sind. Aber ich weiß nicht, wo hier die Spitzensignale angehen. Ich bin so dumm. Er ist uns auf den Fersen. Er ist uns auf den Fersen. So, dürfen die Türen verriegeln. So, nächster Halt, Fleur. Jetzt kaputt. Oh nee, Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. Meine Güte. Da ist der ICE. Aber wie komme ich mir vom Fleck? Das ist doch eine Scheiße. Warum nicht? Das ist doch ein Dreck. Das ist der Nachteil bei diesem Zug. Wenn man einmal zu feste bremst, dann kommt nicht mehr vom Fleck. Es ist so. Jetzt muss man einmal auf Vollbremsung machen und dann lösen, sonst kommt man nicht vom Fleck hier. So, die müsste sich auch gleich auf den Weg machen. Wenn wir uns etwas entfernt haben, bei 90. Vor Rot. Das ist auch klar, wir sind ja noch nicht wirklich weit weg.
1,70. Nächster Halt Flöha. Mittlerweile durfte er dann auch fahren, wunderbar. Dann wird er uns gleich wahrscheinlich überholen. So, dann wollen wir mal einigermaßen qualifiziert hier stehen bleiben. Wunderschön. Und die Türen. Dann warten wir mal darauf, bis die ICE hier eintrifft. Mein Gott, was ist denn das so? Kommt da. Ach, jetzt habe ich die Spitzenlichter doch an. Wunderbar, geht ja doch. So, wir dürfen die Türen verriegeln. Tun wir das? Der ICE hat er noch rot, oder darf die durch von der grün? Echt gespannt, auf welchem Gleis der kommt. Warten wir noch kurz auf den. Ja, machen wir, oder? Ist ja nicht mehr weit weg. Müsste ja gleich da hinten um die Ecke kommen. Eben kommt er. Der in Rot. Ja, wir fahren auf jeden Fall mal weiter jetzt. Jetzt 80. Also nur. Türen hat er nicht geöffnet.
Nächster Ort, Falkenau. Übrigens fahren wir die Regionalbahn 2220. Nur falls euch das interessiert. So, ich würde sagen, wir bleiben bei 80. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn, da noch zu beschleunigen, da wir sowieso gleich unsere nächsten Halt haben. Wartet immer noch. Ach, da kommt uns was entgegen. Sehr schön. Auch mal endlich. Und zwar eine NBB. Ach geil. Eine NBB. Als habt ihr sie erkannt? BR4024. Vorarlbergbahn, genau die war es, in NBB Repaint. Ach geil, ich liebe sowas. Das ist ja das Schöne, wenn man dieses alles als erlaubt anklickt, dann ist wirklich alles erlaubt. Also ihr könnt da Fahrzeuge auf die Strecke bringen, die hier normalerweise überhaupt nicht fahren würden. Das ist wirklich ein richtig geiles Feature, muss ich wirklich sagen. So, dann stoppen wir hier mal. Und dann öffnen wir die Türe an dieser Stelle. Wunderbar. Schauen wir mal kurz in die Karte, ob es da irgendwer auf den Fersen ist. Der ICE, ich den da abgestellt? Ne, Linus fährt da. Ist er noch angekommen? Der ICE ist immer noch am Warten. Da kommt die NBB, die wir gerade gesehen haben. Ich fährt er jetzt auch ein. Hier ist auch einer eingefahren. Ich weiß nur nicht genau, was das jetzt ist, aber sieht auch nach einem Fernzug aus. Ne, ich könnte es auch ein RE sein mit einem Dosto hier hinten dran. Beziehungsweise Steuerwagen dann halt. Könnte sein. So, wir dürfen die Türen verriegeln. Und schauen wir uns das Ganze mal so an, würde ich sagen. Lösen die Bremse. Auf geht's. Nächster Halt, Bürgerrad. So, dann glaube ich auch aufschalten auf 120. Schön. War das denn jetzt? Da fährt der ICE fährt los, die NBB fährt los. Das funktioniert also alles wunderbar. Schnell ein Foto von, oder? Das ist doch ein saugeiles Bild, finde ich. Ein richtig mega geiles Bild. Das ist doch wirklich zum Träumen. Das ist doch wirklich zum Träumen. Es ist blöd, dass jetzt der Pfeiler deine ein bisschen so im Weg ist, aber vielleicht bekomme ich das trotzdem schön hin. Das sieht doch einfach nur geil aus.
liebe solche Brückenaufnahmen. Ich liebe sie einfach. Das von der anderen Seite vielleicht auch noch gut hin. Nee, sieht nicht so toll aus, oder? Was meint ihr? Das ist so besser aus? Nachher mal gucken, was besser aussieht. Achtzig. Wunderschön, wunderschön. So, dann schauen wir mal in die Karte. Wo ist es auf den Fersen? Hier steht ja immer noch. Sehr schön, Level 6. Das ist doch wunderbar. So, und dann gleich schon wieder da. Die Bremse von dem ist auch sehr, sehr gut. Also, das muss man wirklich sagen. Selbst wenn man kurz vom Bahnsteig ja noch anfängt. Ja, aus der hohen Geschwindigkeit runter zu bremsen, also das ist für den überhaupt kein Problem. Was allerdings ein Problem ist, dass wir jetzt gleich stehen bleiben, weil es hier doch steil bergauf geht. Ich denke, das haben wir gut gemeistert. Ah, nee, das wollte ich nicht. Jetzt hat es gelöst. Sehr schön. Also diese Station hier, Öderer, mir noch irgendwas aufhängen, sind hier nicht so aus aktuell.
Doch. Dann machen wir das doch. Wie viel Zeit muss sein? War das denn jetzt? Sehr schön. War das auch erledigt? Dann können wir weiterfahren. Lösen wir die Bremse. Und dann geht's los. Nächste Station, Frankenstein. Die Station heißt wirklich so, ihr könnt es lesen. Die heißt wirklich Frankenstein. Ich habe noch Güterzug hingestellt. Aber das ist das, man kann nur eine bestimmte Menge an einem und denselben Bahnhof losfahren lassen. Die anderen muss man dann woanders halt losfahren lassen. Und ja, das macht es natürlich spannend, so ein bisschen mit den Zeiten zu spielen, das Ganze so ein bisschen fein zu tun, dass man sich halt die Zeiten richtig aussucht, dass die Züge sich auch begegnen. Also das ist wirklich alles andere als einfach, das kann ich euch mal sagen. Schon wieder die Leistung etwas wegnehmen. 1,6 Kilometer noch bis Frankenstein. Wie gesagt, das steht wirklich da so.
kleinen Schirmer, bevor wir dann zu unserer Endstation Freiberg fahren. Wie gesagt, die Bremse von dem ist wirklich top. Da wären wir in Frankenstein. So, dann schauen wir mal. Ja, der kommt da an. Sonst noch irgendjemand hier unterwegs. Da ist jetzt jemand aufgetaucht. Aber ansonsten sehe ich hier noch nichts. Da kommt was von Dresden losgefahren. Auch Freiberg als Ziel. Sonst noch jemand unterwegs. Da fährt noch einer, auch auf dem Weg nach Dresden. Und da ist noch was. Wunderbar, funktioniert. So, ich würde sagen, wir sind soweit, dass wir die Türen schließen können. Ach komm, dann tun wir das. Lösen die Bremse. Und dann geht's weiter. Nächste Station, Kleinschirmer. Schön, wunderschön. So, 120. Das eigentlich ändern mit dem Zugzielanzeiger, weil S1 Oldenburg ist doch ein bisschen komisch. Ja, Basel. Naja. Naja, lassen wir das. So, sagen. Kleinen Schema hätten wir dann auch gleich erreicht.
wären wir. So, dann machen wir es mal professionell. Zack. So, also Kleinschirmer. Also unterirdisch, weiter komme ich sowieso nicht. So. Hier komme ich weiter. Brauche nur bis da. Ah, was ist das jetzt wieder? So, nächster Halt, Freiberg, Endstation. Da ist der ICE. Der hat rotes Signal, warum auch immer. Ich hoffe, euch gefallen solche Videos, wo ich Szenarien selbst erstelle und wie gesagt, ich fuchs mich da immer noch so ein bisschen rein. Das mit dem Kettenverkehr muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen aufpolieren bzw. daran arbeiten. Das habe ich vielleicht noch nicht so ganz raus. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber ja, nobody is perfect und ich versuche es zumindest. Ich finde diesen Szenario-Entwicklungs-Feature finde ich wirklich richtig nice. Man kann seiner Fantasie komplett freien Lauf lassen und kann hier praktisch machen, was man will. Man kann jeden Zug auf jede Gleis stellen, auf jede Strecke stellen und also wirklich vom aller Feinsten, muss ich wirklich sagen. Vorsignal. Natürlich auf 40 runter. In Freiberg. Wunderbar.
wartet ein ICE-3 auf Ausfahrt. Wunderschön, wunderschön. Öffnen wir die Türen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das überhaupt geht oder nicht geht. Nicht. Steht er immer noch? Kriegen wir die Türen? Dann haben wir das beendet. Ich möchte aber gerne. Also Medaille erhalten wir natürlich nicht, weil das ja ein selbstentwickeltes Szenario ist. Aber ich möchte mal kurz was probieren. Schade, das geht nicht. Naja, ich hätte nämlich eigentlich gewollt, dass wir vielleicht einen anderen Zug jetzt übernehmen können und mit dem dann weiterfahren können, aber das ist anscheinend dann doch nicht möglich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt einen schöne Osterzeit vor allem. Ich versuche morgen nochmal ein Video zu machen. Ob mir das Sonntag gelingt, weiß ich nicht, weil wie gesagt, Ostern. Also seid dann bitte nicht allzu sehr enttäuscht. Mein Spotting Day rückt auch immer näher. Es sind jetzt bald nur noch 7 Tage. Und ja, ich freue mich tierisch drauf. Ich habe heute auch nochmal in den Fahrplan geschaut. Es ist wirklich so, wie es mir gesagt wurde. Ich muss wirklich in Berlin-Spandau aussteigen. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist der RE14, der im Moment einige Ausfälle zu vermelden hat. Dort steht geschrieben, es ist mit erhöhtem Zeitaufwand zu rechnen und man müsste hier und da vielleicht aussteigen, umsteigen in Dorsten, in einen anderen Triebwagen rein und mit dem dann weiter nach Essen. Also ich hoffe, ich bekomme dann in Essen pünktlich meinen Zug, mein ICE nach Essen, nach Berlin. Der fährt um 5:45 ab. Drückt mir die Daumen. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt nicht besonders spektakulär, gebe ich zu, aber es war, wie gesagt, ein Wunschszenario von einem User, der sich das gewünscht hat, mal mit dem Flirt, mit dem Rabe 523 von Chemnitz Hauptbahnhof nach Freiberg zu fahren. Das habe ich erfüllt und ich hoffe, wenn er es sieht, es hat dir gefallen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dann Daumen und vor allem einen Kommentar hinterlässt als Feedback. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie mir in die Kommentare, schreibt sie mir per Instagram, per DM, wenn ihr da irgendwelche Szenario-Wünsche habt. Ich versuche das gerne umzusetzen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, eine schöne Osterzeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.